Tag. Die Bundesregierung hat heute das erste Klimaanpassungsgesetz verabschiedet. Wir wissen, dass sich die klimatischen Bedingungen verändern, dass die Klimakrise, auch wenn Klimaschutzmaßnahmen ergriffen werden, nicht mehr vollkommen zu stoppen ist. Das heißt, dass wir uns einrichten müssen in Deutschland auf zunehmende Hitze, auf zunehmende Dürre, auch auf Starkregenereignisse, potenzielle Überschwemmungen. Und mit dem Klimaanpassungsgesetz, das wir heute beschlossen haben als Bundesregierung, wollen wir die Widerstandskraft unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft gegen diese auf uns zukommenden Ereignisse erhöhen, wollen wir die Resilienz erhöhen und wollen wir den Ereignissen, die entweder sehr schnell und kurzfristig eintreten werden oder die langsam und schleichend passieren, Vorsorge gegenüberstellen. Deshalb wurde erstens eine Klimaanpassungsstrategie für die Bundesregierung, für die Bundesebene beschlossen im Gesetz, die bis zum nächsten Jahr, im Laufe des nächsten Jahres entwickelt werden soll. Es wurde zweitens beschlossen, dass die Kommunen Klimaanpassungskonzepte entwickeln sollen. Wie das im Detail passiert, werden die jeweiligen Bundesländer für die Kommunen regeln. Es wurde drittens ein Berücksichtigungsgebot beschlossen. Das heißt, bei Planungen, sowohl Verkehrsplanungen, bei der Siedlungsplanung muss in Zukunft Klimaanpassung berücksichtigt werden und all das dann in die Klimaanpassungsstrategie des Bundes einfließen. Die Maßnahmen sollen auf Grundlage einer Risikoanalyse, die jetzt im Bundesumweltamt erarbeitet wird, erfolgen, das heißt mit einer wissenschaftlichen Datengrundlage eruiert werden, worauf müssen wir uns konkret in den jeweiligen Regionen vorbereiten. Und dies soll dann natürlich auch wissenschaftlich monitort werden, damit wir wissen, wo sich was verändert und wir darauf reagieren können. Vielen Dank. Haben Sie noch Fragen? Ja, wir sind grundsätzlich dafür, nur wir brauchen Geld dafür. Das Geld reicht nicht aus, um ja, wirklich Anpassungen durchzuführen. Gibt es da vom Bund Unterstützung? Wird das finanziert bundesweit? Was wir als Bund im Moment bereits tun, wir finanzieren Klimaanpassungsmanager für die Kommunen, die beraten, die eruieren, was getan werden muss, weil Klimaanpassung in Berlin etwas völlig anderes ist als in Köln oder in Deggendorf oder in Dessau. Zweitens finanziert der Bund Klimaanpassungsmaßnahmen in sozialen Einrichtungen, das heißt zum Beispiel Krankenhäuser oder Kindertagesstätten, wo besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen sich aufhalten. Hier ist Klimaanpassung besonders notwendig. Dafür geben wir gegenwärtig 40 Millionen Euro aus. Und zweitens gibt es in Verantwortung meiner Kollegin Clara Geiwitz ein Programm, das Klimaanpassung in Städten fördert. Ich will aber auch dazu sagen, dass wir von einer jahrzehntelangen Aufgabe reden. Das heißt, die großen Finanzierungsbrocken müssen wir gemeinsam mit den Bundesländern noch lösen. Und dafür habe ich im Rahmen der Umweltminister der Länder einen Diskurs angestoßen, um zum Beispiel als eine Option über eine neue Gemeinschaftsaufgabe zu sprechen, um diese große Kraftanstrengung gemeinsam bewältigen zu können. Ich will letztens hinzufügen, dass Klimaanpassung häufig auch etwas damit zu tun hat, dass wir unser Denken, unsere Mentalität verändern, diese Dinge überhaupt in den Blick nehmen und auch Dinge unterlassen. Zum Beispiel zu viel Fläche zu versiegeln, kostet kein Geld, sondern kann sogar Geld sparen. Und es ist eine sehr wichtige Maßnahme, wenn wir mehr unversiegelte Fläche haben, das liegt auf der Hand, dann kann mehr Regenwasser aufgenommen werden und mehr Wasser gespeichert werden. Das heißt, häufig geht es auch um Maßnahmen, die nichts oder nicht viel kosten. Das heißt, nicht mehr Geld für Kommunen. Was sagen Sie zu dem Vorschlag, Klimaanpassung im Grundgesetz zu verankern? Vorschlag vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Das heißt, dass der Bund seine jetzige Finanzierung fortsetzt. Auch in meiner Ressortverantwortung wurden die noch nicht dauerhaft finanzierten Maßnahmen jetzt verstetigt. Das heißt, die Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen
Die finanzieren wir jetzt dauerhaft in der genannten Größenordnung. Auch die Klimaanpassungsmanager, dazu werden wir einen neuen Förderaufruf noch in diesem Herbst starten. Und es gibt das Zentrum Klimaanpassung in meiner Ressortverantwortung. Auch das wird natürlich fortgesetzt und berät Kommunen, erhöht das Erfahrungspotenzial überhaupt, welche Maßnahmen sind sinnvoll, welche bringen möglicherweise auch nichts. Diese Dinge führen wir fort als Bund. Und wenn wir eine neue Gemeinschaftsaufgabe einrichten würden zwischen Bund und Ländern für die Klimaanpassungsfinanzierung, würde das ja eine Grundgesetzänderung erfordern. Das heißt, damit wäre es dann auch quasi grundgesetzlich festgelegt. Vielen Dank.